Meine Damen und Herren, willkommen, willkommen, willkommen zurück bei der nächsten Folge Dismantle. Ja, letzte Folge, also gestern quasi. Ja, war ein bisschen abrupt am Ende. Also wir haben den Endboss besiegt. Freude, Freude, Freude. Wir haben die letzte Brennstoffzelle. Freude, Freude, Freude. Und wir frieren. Nee, wir können erstmal wieder zurück. Zum Glück. Mit Glück. Nein, wir gehen zurück und basteln die mal rein. Ja, also wie gesagt, war ein bisschen abrupt, dadurch, dass Besuch kam. Früher als gedacht, deswegen war ich, ja, so ein wenig perplex und musste kurzfristig beenden. Also ich war echt froh, dass ich den Kampf noch geschafft habe. Aber dann hat es auch schon aufgehört. Naja, gut. Von der Zeit her war es ja okay. Waren also knappe 18 Minuten, glaube ich, ein bisschen mehr sogar. Ja, hallo? Echt, das geht gar nicht. Mann, 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 was hier an Müll rumliegt. Hallo? Ach, diese Menschen. Dieser Müll. Doster. Jo, soll reichen. Wir gehen zum Lagerfeuer. Bin ich vorbeigelaufen eigentlich? Natürlich bin ich vorbeigelaufen. Komme ich da durch? Natürlich komme ich da durch. Ganz schön kalt hier. Yes, I know. Komm, den hauen wir auch nochmal. Kompletto Mundo weg, oh. Das ging auch, ne? Ja. Und die Trucks. Sag mal. So. Die Karren hier auch noch mal kurz zerstören und dann werden wir ans Lagerfeuer gehen. Ach, uns bringt das Lagerfeuer überhaupt gar nichts. Ich muss ja zum Turm. Turm! Wo ist er denn? Ach, ganz im Norden. Gibt es hier nicht eine Abkürzung? Ja. It's questionable, was hier eine Abkürzung ist. Ja, komm, wir gehen nach Norden. Gehen zum Lagerfeuer, zum Funkturm und werden uns nach Hause teleportieren. Und wenn ich sage nach Hause, dann natürlich nicht nach Hause, sondern nach Lunatica. Und die letzte Brennstoffzelle einbauen. Wie wir alle wissen, wird das nicht das Ende dieses Spielseins. Also, ich weiß es nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass das nicht das Ende ist. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ach, stimmt, da hinten über die Eisschollen. Einfach aus dem Grund, weil es noch zwei Bereiche gibt, die wir gar nicht kennen. Scheiße, ich komme hier gar nicht durch. Und deswegen denke ich nicht, dass wir jetzt tatsächlich am Ende sind. Ich muss übrigens ganz dringend mich mal heilen. So, haben wir denn eigentlich? Achso, ich wollte den Schutzhelm mal machen. Stahlhelm? Sorry. Stahl! Wollte ich irgendwas anderes davon machen? Seltener Kompaktor. Verdoppelt das Fassungsvermögen der Materialtaschen. Ja, ist auch nicht verkehrt. Ich könnte auch das Jagdgewehr endlich mal machen. Blitzableiter, was ist das denn? Ein Gerät, das speziell dafür gedacht ist, Umgebungsenergie zu sammeln und einen einzigen Punkt zu bündeln. Oh, das könnte für diese Fragezeichen, für diese elektromagnetischen Felder vielleicht gedacht sein. Rohholz. Stich 75, Alter. Ich teste das mal. Das war. Doch, ich kann es sogar verbessern. Habe ich ja auf jeden Fall jetzt hier drin, ne? Okay. Aber nicht Stichschaden. Okay, ich sehe gerade mich nicht mit der mit dem Jagdgewehr rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Sag mal, ich war da schon überall.
Also ich meine, klar, ich habe hier noch nicht aufgeräumt. Das könnte man vielleicht auch nochmal nebenbei machen. Jetzt, da wir ja auch quasi die Gegner, dass die tot bleiben. Ja, da gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Ist noch einer. So, wo muss ich denn lang? Suden muss ich lang. Hier ist ja auch dieses Gegner wieder gespawnt. Oh, herzlichen Dank, dass du dich nochmal umdrehst. Das hat es mir deutlich einfacher gemacht. Scheiße, komm nicht durch. So, erledigt. So, dann machen wir hier unten die drei noch. Ist ja zum Glück mal mit einem One-Hit erledigt. Und dann geht's nach Lunatica. Alter Schwede. Krass, dass ich wirklich die gesamte Karte bereist habe. Außer die Insel links und das, den Mittelpunkt dieser Welt. Die kenne ich noch nicht. So, neue Ressourcen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Wir packen die letzte Batterie, Brennstoffzelle, hinein. Bauen wir das Ding ein. Inspiziere die aufgetankte Fluchtkapsel in der Evakuierungszone. Es wird nicht funktionieren. Jetzt muss ich nur noch checken, ob alles funktioniert. Und es geht. No. Osteingang zum Untergrund ist jetzt offen. Betritt den Untergrund, Osttunnel. Ist das das Ding? Das hier, ne? Ja. Da haben wir auch noch eine Mission, da können wir sowieso nochmal hin. War doch sowas von klar, dass das nicht das Ende von diesem Spiel ist. Naja, super. Dann gehen wir mal zum Ostgrund. Wo muss ich denn dahinter eigentlich? Hier, glaube ich, ne? Eingefrorener Verbindungsturm. Depot. Dadurch. Nee. Ach so, links, über die Brücke, runter und dann, ja. I remember. Lang ist es her, dass wir hier oben waren. Oh, wieso? War noch Gegner. Gerespawnte Gegner. Gut, dann glaube ich jetzt wirklich auf zum letzten Akt. Alter, hier haben wir die Sägemaschine bekommen. Boah, ist das lang her. Oh, liegt noch ein totes Reh? Das war ich nicht. Das kann ich ja nicht gewesen sein. Achso, ich könnte übrigens auch abseits nochmal nach Bären und so weiter gucken. Was sind denn hier noch Gegner? Hallo? Naja, ist mir egal. What the fuck ist das denn? Hä? What? Was bist du denn? Wo führt es mich hin? Also ich meine, hier ist ja nichts.
Was bist du denn? Muss ich mit dem irgendwas anstellen? Also er verfolgt ganz offensichtlich ein Ziel. Kann es sein, dass das das tote Reh ist? Wo lag denn das? Hier oben irgendwo, oder? Hast du ein Ziel? Okay. Okay, that was scary. Geil. Gib mal, da ist es auch auf der Karte. Sind jetzt hier irgendwelche Rehe auf der Karte? Gespawnt? Nee. Die mir die ganzen Schätze noch zeigen? Das wäre geil. Warum sind denn hier überall noch Gegner? Habe ich diese blöde Basis noch nie freigeräumt? Das ist ja für mich kein Problem mehr. Ich kann auch die Autos hier wegklatschen, damit ich hier durchkomme. Hallo? So, ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Lagerfeuer und räume alles weg. Und dann mache ich mal die Militärbasis hier frei. Kann ich nicht angehen. Dass hier komplett mit Gegnern ist. So, komme ich hier rein? Morgen! Hallo? So, Entschuldigung. Warum ist denn hier alles blockiert? Schneller Umweg. So, das ist aber nicht die verschlossene Tür. Das hier ist die verschlossene. Das ist ein Kochtopf. Das hier ist die verschlossene. Ich brauche den Schlüssel zum Continental Diner. Muss ich wahrscheinlich suchen. Du findest einen Zettel auf dem Tisch. Sie wollen mein Familienrezept. Nun, sie werden das nicht bekommen. Ich habe das Rezept in der Umkleide weggeschlossen. Wenn du es finden willst, musst du dem Müll folgen. Überprüfe den Müll. Im Diner. So, steht hier noch dran. Da Thorsten krankgeschrieben ist, müssen Alex und Tina seine Aufgaben zusätzlich zu ihren eigenen Arbeiten übernehmen. Das ist nicht schön. So, Müll untersuchen. Puh, das stimmt gewaltig. Aber, warte, ich suche noch mehr Müll in der Nähe des eines Teichs nördlich von Dingsbums. Suche nach dem Müllhaufen. Oh, hier ist übrigens noch ein Gegner. Nee, wir wollen uns nochmal angeln. So, da hinten ist der Müllhaufen auf jeden Fall. Oh, hier ist noch ein Gegner. Hallo. Eisen! Ja, graben dem grünen Boden zwischen Müllhaufen an der Felspassage Südwest. What? Gehen die Felspassagen südlich von Alt-Kelchheim? Ah, da. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal. So, first of all. Also erstmal machen wir das hier raus. Und angeln. Stopp! Aufstehen! Aufstehen! Entschuldigung. Ja, Wärmflasche. Ja, brauchen wir tatsächlich noch. Nee, das lassen wir mal. Wir machen es mal kurz raus für den Angelköder. Und packen einmal hier unsere Angel in den Teich und machen die Stelle gleich mal leer. Wir brauchen's ja, wie wir alle wissen. Wir brauchen's. Wir könnten auch noch mal irgendwann nach da hinten. Also zu dieser... Also in den Untergrund. Und die ganzen Sachen mal abgeben.
die wir mittlerweile so gesammelt haben. Also speziell Fische und so weiter. Und Bären und alles andere noch auf der Erde, was wir bis jetzt gesammelt haben. So, oh, ich kann den Raketenturm übrigens machen. Es gibt einfach so viel, was man hier noch machen kann. Deswegen glaube ich übrigens auch nicht, dass man von dieser Insel runterkommt. Oder von diesem Land. Ich weiß ja nicht, was es ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man hier, naja, mehr oder weniger noch alles erledigen kann. Und muss. Und sammeln muss. Deswegen glaube ich fest daran, dass es hier kein Ende gibt. Ach, gib mal eine Zeitkiste. Hallo. Ruhig. Ich weiß, ich muss hier nicht lang. Aber ich decke einfach nochmal kurz die Karte auf. So, außerdem brauche ich Platz im Inventory. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz an eine Lagerstelle. So, und jetzt gehen wir hoch nach Kelchheim. Also die Örtlichkeit, wo wir jetzt graben müssen, kenne ich. Da waren wir auch schon. Also da haben wir uns, glaube ich, oder ich, mich damals schon mal gewundert, warum da random Müll liegt. In einer Ecke, wo eigentlich kein Mensch hinkommt. So, ich muss gleich nochmal gucken, wie wir da hinkamen. Erstmal. Hä? Ich wollte gerade sagen, der Magnet ist doch noch aktiviert, ja. Ach, das kann ich nur im Lager machen? Ach, ja. Sorry. Ist es denn hier kalt überhaupt? Naja, minus 2 Grad, minus 3. It's going up. Einmal hier rum. Und dann ist hier der Müllhaufen, den ich... Ne, den habe ich noch nicht weggemacht. Wo ist der Dicke? So, Zeitkiste. Und hier geht's einfach nur raus, ne? Ja, hier geht's zum Gegner. Hier kann man bestimmt wieder angeln, natürlich. Ach, Leute, es tut mir leid. Wir halten dann ganz kurz mal die Angel rein. Und dann müssen wir mal gucken. Grabe in dem grünen Boden zwischen Müllhaufen an der Felspassage südwestlich. Grabe in dem grünen Boden. Okay. Ist eine klare Anweisung. Kriegen wir hin. Achso, was wir übrigens auch nochmal machen müssen, unser Getreide ernten. Wo ich da rechts gerade alles wobbeln sehe. Raketenturm, Stahlhelm werden wir nochmal produzieren. Und dann werden wir auch nochmal Getreide ernten. Wobei ich dafür gerade ziemlich weit weg bin. Weil ich dafür wieder woanders hinreisen muss. Ach, diese Reiserei immer. Reise, Reise. Seemannreise. 2, 4, 6. Kann ich nicht zählen? 18. Ich glaube, es muss es gewesen sein. Ja. Achso, ich hätte die Schaufel schon in der Hand lassen können. Diese Stelle ist eine absolute fischfreie Zone. Ich habe übrigens auch noch nicht ausprobiert, ob diese Tiere wirklich mit mir mitkommen. Soll ja angeblich so sein. So, grüne Stelle. Also das hier oder was? Verschaffe dir Zugang zum Umkleideraum im Central Continental Diner. Ganz kurz. Nein, reicht immer noch nicht. Continental Diner. Ach, halt. Wir sammeln nebenbei nochmal. Alles, was wir so finden, nehmen wir jetzt nochmal mit. Damit wir besser ausgestattet sind für das böse, böse... Ja, ich hab vergessen. Arche hieß es, glaube ich, ne? Für die Arche. Was ist denn hier eigentlich? Ach du heilige Scheiße. Wobei das eigentlich relativ simpel sein müsste. Ich habe ja schon deutlich schwerere Regionen gehabt mit diesen Dingern. Also, Quatsch, wo will ich denn hin?
Das müsste dann hier eigentlich der einfachere Part sein. Also ich erinnere mich natürlich an diese wunderschöne Dschungelaufgabe, die ja grauenvoll war. Quest abgeschlossen. Mal ganz ehrlich. Hätte ich nicht einfach die Tür raushämmern können? Natürlich. Das wäre der einfachere Weg gewesen. Oh, Stufe 41. Ich fühle mich viel lebendiger. Oh ja, Filetsteak. Ah, Entschuldigung. Das war ja der Grund, warum wir eigentlich herkamen. Because of the Essen. Monster, plus 2,5. Achso, Schaden. Ich hab gedacht, Stärke von den Monstern. So, weiße Pilze. Fleisch müssen wir leider wieder sammeln. Dorschkies. Nahkampfschaden. Level up. Achso, das kann ich auch nicht einsammeln, sorry. Ist jetzt aber, naja, oh, ich weiß gar nicht, ob man Gewürze braucht. Bei der Sammelei. Okay, so, weiter geht's. Da haben wir nochmal einen freundlichen Herrn. Hat aber Glück gehabt. Dass ich so unfähig war. Hallo. Hallo. So, dann haben wir da noch jemanden. Morgen. Morgen. Down he goes. Kann ich eigentlich... Nein, den kann ich auch nicht kaputt machen. Schade. Ja, ja, Continental Diner. I know, I know. Achso, wir sammeln nochmal ganz kurz alles ein. Och, der Reifen hier hinten. Ja, hier könnte man Keramik wieder sammeln. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich notwendig ist. Doch, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich überhaupt Mana-Perlen von den Dingern kriege. Gut, so, wir produzieren schnell nichts. Sammler, Baumeister, Turmspezialist. Apropos Turmspezialist, Raketenturm. CPU. Und Stahlhelm. Den war ich auch gleich mal aufs Uniform. Titan. Titan, Titan. Schade, kann ich leider nicht produzieren. Ich bin einfach zu weit weg gerade von meiner Heimatbasis. Aber ich denke, es würde... Wie kalt ist es? 12 Grad. Es könnte durchaus Sinn machen, dass wir das vor dem letzten Kampf, der bestimmt irgendwie zufällig stattfinden könnte, nochmal einen Angriff nehmen. So, was habe ich denn mal genommen? Nee, hier die Dinger nicht noch. Machte mir das denn eigentlich? Achso, hier Gesundheit, ne? Travel Pong. Stichschaden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Diesen Stichschaden. Nehmen. So, was ist denn hier eigentlich los? Oh, kann ich die jetzt one-hit? Das wäre ja geil. So, Stahlomat. Diese fetten Dinger kriege ich noch nicht weg. Schade. Hier bin ich auch noch gar nicht lang gelaufen. Ach so, ja, logisch, weil hier im Berg ist. Okay. So, hier haben wir ja den Pizza Joe. Trader Joe's Pizza. Alright, meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Ach, haha, blöder Cliffhanger. Und betreten morgen den Untergrund. Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal nicht zu weit. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen.
wie das Gebiet hier in der Mitte aussieht. Also das ist ja obviously das, wo wir hin müssen. Hier ist übrigens unser Endziel. Und ja, bin auch mal gespannt, wo wir rauskommen. Also muss ja irgendwo zentral hier sein. Oder? Naja, gut, wir lassen uns überraschen. Mesdames et Messieurs, see you tomorrow. Herzlichen Dank und habt einen schönen Nachmittag, Schrägstrich Abend noch. Haut rein.